Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zum 10. Teil Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, wir haben in der letzten Folge bei Fred das Schwimmen und das Tauchen gelernt. Und was mir nämlich noch aufgefallen ist, wir haben ja noch ein Buch aus einer gefährlichen Goblinhöhle geholt, das Lied der Reue. Am Anfang war die Macht rein und pur, heute bleibt nur noch das Echo vom alten Schwur, das haben wir ja schon gelesen. Und jetzt gehen wir zu Oleg und bringen ihm das Buch wieder. So. Schönes Wetter hier. Ja, was gibt's noch zu berichten? Oleg ist immer hier am Brunnen. Hoch damit und... Hey! Hey, hier hast du den Text deines Liedes. Hier hast du den Text deines Liedes. Danke. Und hier ist deine Belohnung. In der Höhle waren allerdings ein paar Goblins. Das hättest du mir ruhig sagen können. Ach, schon wieder? Ja, zuweilen treiben sich da ein paar herum. Ach, tut mir leid. Ich hab nicht mehr dran gedacht. Schon gut. Sag mal, hast du den Text wirklich geschrieben? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ich meine, aber wie kommst du jetzt darauf, dass der Text nicht von mir ist? Weil ich diesen bereits kenne. Also, wie sieht es aus? Ich denke mal, dass ein weiteres Leugnen nicht mehr hilft. Ach, na schön. Der Text ist nicht von mir. Und warum behauptest du das dann? Ach, weil meine Texte nicht so gut sind. Als Dichter bin ich nun mal eine Niete. Na wenn schon. Das ist noch lange kein Grund, sich mit fremden Federn zu schmücken. Du hast ja recht. Wird nicht wieder vorkommen. Versprochen. Na Kopf hoch. Vielleicht wird daraus ja noch was. Du musst wahrscheinlich nur mehr üben. Vielleicht hast du recht. Ich sollte es nochmal versuchen. Mach das. Viel Erfolg noch. Jo, gut. Die Quest haben wir erledigt. Unter erfüllte Mission wahrscheinlich. Genau, Olex Lied, Olex Laute. Ja, genau. Richtig, lass uns mal abspeichern. So. Also wenn ich Probleme hätte. Jetzt, schau ich mal, was noch zu tun ist. Weil ich habe ja noch Baumstämme zu spalten und zu sägen. Genau, richtig. Das machen wir ein bisschen schneller hier. So, Della. Zugeschaut und mitgebaut. Ja, muss ich wieder hier irgendwie mich ein bisschen bewegen. Damit ich Holzstämme sägen kann. Jawohl. Und Ende. Ja, dann auf zum lustigen Holzstumpf. Ja, machen wir nochmal. Gucken. Ja, sehr schön. Wir brauchen Pfeile. Okay. Sehr schön. Und dann gehen wir mal an die Werkbank bei unserem Schmied oben. Das ist ja der Theodor. Der Theodor. Ja. Ich und die Namen. Jump. Da oben ist der Rekrut. So. Was macht man denn als erstes? Habe ich überhaupt Stahl zum Schmieden? Nein, ich habe genug Pfeile. So war das. So, gucken. Geschmiedete Pfeile dürfte ich ja genug haben. Ja, hier, guck mal. 380. Ist doch wunderbar. 440 Federn und 108 Pfeilschäfte. Also ergo kann ich gleich hier rangehen. Und Pfeile bearbeiten. Wunderbar. Okay, das war's schon. Mir geht nicht. Gucken wir uns im Inventar an. Wie viel haben wir denn? 181 reicht. Dann können wir wieder auf die Jagd gehen.
Und wohin auf die Jagd? Fragezeichen. Irgendwo wieder im Wald und so. So, auf ins Dorf. Ja, die Lurker kann ich wahrscheinlich noch nicht bekämpfen, aber trotzdem werde ich mal mein Bestes versuchen. Oder ich gucke mal, wie viel Geschick ich habe. Ich habe nämlich 30 Geschick und noch 8 Lernpunkte. Soll ich die behalten oder in Geschick investieren? Nee, lieber nicht. Ich wage es mal wieder. Athanos-Lurker. Aber das ist ein richtiger fetter Athanos-Lurker, ne? Warte mal. Versuche mal hoch zu klettern. Von da aus. Ja, na? Und da wird das wieder hier so ein langwieriges Unterfangen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja. Oh. Die Wache hat gerade eben einen Lurker für mich schon eliminiert, wie ich eben gehört habe. Der Hubert, ne? Na los, noch ein paar. Oh. So, und das mit freiem Zielen. Also da hätte ich, glaube ich, Stunden gebraucht. So, wo ist er denn? Blutfliege. Oh, das ist aber sehr... Den hat er eine große Reichweite. Ja, komm. Riskieren wir uns das mal. Oh, mal ein bisschen Schaden davon getragen. So geht's doch auch. So. Lurkerfälle habe ich die jetzt abgezogen. habe ich gelernt. So, und du hast doch gerade irgendwas erzählt von, das war's doch. Ja, Hubert, du Mistvieh. Wo ist es denn, das Mistvieh, welches du erledigtest? Und mir die... Ach, da hinten. Geraubt hast, die Erfahrungspunkte geraubt hast. Ja, was ist denn das da? Ach hier, guck mal, die fressen sich gegenseitig auf. Herrlich, herrlich, herrlich. Die fressen sich gegenseitig auf. Ja. Was auf jeden Fall hier. Ein Athanos-Lurker. Okay, da. Lurker-Haut habe ich jetzt gezogen. Man müsste wissen, wie viel sind es denn? Ich glaube 30 oder sowas. Sollte ich ihn mal hier... Naja, ich bin noch zu weit weg. An was mampft er denn da rum jetzt? Ey, Alter! Sollst du das machen? Oh, nee. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hat er jetzt das gerade eben gespeichert? Nee, ne? Ja, hat er. Ey, cool. Der wird wahrscheinlich zerschossen sein, der Stand. Ja, ich könnte jetzt einen alten Spielstand nehmen, zum Beispiel, also der ist nicht zerschossen, ein Glück, und zwar könnte ich einen älteren Spielstand nehmen, und zwar den hier LP2, den habe ich zum Glück auch noch hier in petto. Das ist der, den ihr gerade zu Anfang von diesem 10. Teil gesehen habt, also wo ich das Intro gemacht habe, aber ich mache es anders. Und da muss ich, das mache ich aber nicht so gerne, leider einen Marvin hochladen, beziehungsweise den Marvin-Modus. Ach ja, mache ich nicht gerne. So, und dann werde ich mich mal aufs Dach portieren. So, und dann machen wir auch den Marvin-Modus wieder aus. So. Hallo? What was the... Hä? Es muss doch heißen jetzt, what was the question? What was the question? Jetzt bin ich ein bisschen... Ach Quatsch, ich Dummkopf. Das Ding heißt doch B52, nein, B42.
seht ihr, ich kenne mich da nicht aus. Und wie hieß das? B42B, ne? Na also, das ist es doch. Wunderbar. Okay, dann werde ich jetzt mal sicherheitshalber auf LP2 speichern. So. Und ich müsste meine Sachen wieder anlegen. Das ist doch ein Ding, ey. So, rostige. Die liegen wahrscheinlich unten, ne? Die Sachen. Muss ich mich wieder orientieren. Da ist er ja. Herr Jemini. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Meine Axt ist nämlich futsch. Okay, er ist jetzt weg. Jetzt verabschiedet. So, ein bisschen Jogging gemacht. Ach, Leute, nee. Ich hätte mal auch mal Fleisch braten können. Hätte ich auch alles machen können. So, Muschelfleisch. Probier's mal. Oh, lecker. So, ein bisschen Brot. 7. Ja. So, Marvin Mode ist ja aus. Dürfte alles klappen. So. So. Junge Athanos-Lurker, ja, den könnten wir kriegen, aber wo ist verdammt nochmal meine Axt? Nicht meine Axt. Paladin Zweihänder, Spitzhacke, Nagelknüppel. Ich weiß, davor hatte ich nur rostige Axt. Die ist jetzt weg. Damn. Ja. Das ist nicht so schön. Auf dem Dach der Äxte. Nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Wo sind eigentlich jetzt der Athanos-Mensch? Flügel, Feuernessel. Was liegt denn hier jetzt auf einmal alles rum? Und wo ist der große Fette? Ach, da. Wieso ist denn der jetzt? Da ist nicht zu holen. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Er war doch da hinten. Okay. Gut, nochmal probieren. Ja, junge Athanos-Lurker, die sollte man eigentlich. Genau. Das war ein schöner Hit. Und das ist ein gefährlich normalen. Genau, richtig. So. Jetzt ist er bei seinen Artgenossen und mampft da rum, oder was? Nee, noch nicht. Okay. Gehäutet. Muss aber noch einer sein. Muss ich nochmal locken. Und nach oben. Wo bist du? Ach, der ist wieder unten drunter. Also die Reichweite von dem Bogen jetzt ist jetzt viel größer, habe ich das Gefühl. Oh! Spaß mit den Lurkern auf Athanos. Super klasse. So. So können wir auch das Dach rot färben. Finde, dem Dach steht eine gute rote Farbe. So, wo bist du denn jetzt wieder? Wo hast du dich denn wieder direkt unter mich gestellt? Da ist er. Nee, das ist der Tote.
das erinnert mich immer. Das erinnert mich immer schwer an die erste. Ans erste Let's Play. Ist bestimmt hier unten drunter. An dieser Stelle breche ich jetzt ab. Nicht das Spiel, das Let's Play, sondern ich mache was ganz anderes. Ich flüchte meine Hunde, die pennen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist zum nächsten Morgen geschlafen. Ich will nicht nochmal pennen. So, alles gut. Was ist denn jetzt los? Also das ist jetzt eine sehr interessante Folge. Hier passieren Geschichten. Ende. So. Er hat jetzt neben dem Bett geschlafen. Da ist irgendwas hängen geblieben. Also von der Animation her wahrscheinlich. Hatte ich auch noch nie gesehen. Aber schlimm ist es nicht, wenn man weiß, wie man da rauskommt. Ah ja. Ach, hier ist mein Atanos-Lurker, den der Hubert für mich hier gekillt hat. Hey. So. Und was machen die Lurker? Ich soll Marbots Lurker heute bringen. Ah ja, cool. Marbot gab mir den Auftrag, ihm eine ganze Menge Lurker heute zu bringen. Ist das wahr? Dann hast du jetzt ein gewaltiges Problem. Kannst du mir nicht dabei helfen? Solange ich keinen anderen Befehl von Marbot bekomme, darf ich meinen Posten nicht verlassen. Wenn du aber die Lurker bis zu mir heranlockst, wird kein Mensch etwas dagegen haben, wenn ich dir helfe. Und? Was machen die Lurker? Nichts. Bisher hat sich noch keiner von denen zu nah an das Dorf herangewagt. Ja, das kennen wir schon. Ja, So, mal gucken hier, wie viele Lurker. So, Lurkerfälle zu bringen. Der Rat. Wie viel? 30. Leute, ab 10 darf man. Ich gucke die ganze Zeit nach einer Zahl, wo 30 steht. Und jetzt ist 30 hier ausgeschrieben. Ab 10 kann man Ziffern schreiben, also Zahlen, ganze Zahlen. Das nur mal. Es würde die Orientierung auch erheblich vereinfachen. 30 Stück. Selbst mal gucken. Ich bin gerade eben noch so geplättet von diesen Zwischenfällen eben. Hier, 4. Die Haut eines Reptils. Das sind die Lager heute. Gut, okay. Mache ich das jetzt schon wieder? Ich weiß ja, da war noch ein junger Atanos-Lager. Aber 30 Lager. Gobos. Blutfliegen. Hier, da ist ja der fette Atanos-Lager. Wo ist er denn? Ist er denn noch verletzt? Nee, ist er nicht. Kommt er jetzt auf mich zu oder was ist los? Ich werde einen Feuerpfeil anlegen. Vielleicht hilft mir das ein bisschen mehr. Ich habe nämlich noch ein paar im Inventar. Ist das denn mein richtiger Bogen? Ja, ist er. Gut. So, dann schießen wir nämlich einmal ab. Oder auch zweimal. Oder auch dreimal. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht kaputt gehe. Ah, ich habe vergessen zu speichern. Mann, nein. Ich muss mich irgendwie sichern. Ich weiß. Lasst mich in Ruhe! Mann, oh Mann, oh Mann, das Lurker-Problem. Oh, das ist wirklich ein Problem. Obwohl es geht, in dieser Version geht es schneller als meine ersten Versuche. Trotzdem. Da ist er. Jetzt bleib doch mal stehen hier! Brauchst du nur ein paar abgewischt zu kriegen noch. Und wir skippen und wir. Ja.
Da ist er. So, jetzt bleibt doch mal hier. Gottverdomme! Gott, die weg, die Lüll! Und da brennen meine Pfeile dann nieder. Ja! Oh ja, eine teure Geschichte, ehrlich. Fünftes Fell. Echt eine teure Geschichte. Da müsste man sich wirklich noch was einfallen lassen, was ja, was das Killing angeht. Was nehmen wir denn nochmal zu Leckeres zu fressen? Wascht. Ja, ich will das jetzt nicht hier übertreiben mit der Geschichte. Dass wir hier, warte mal, aber den Jungen können wir auch schon noch, den Jungen werde ich nämlich jetzt auch nochmal nehmen. Weil der lässt sich ja normaler Pfeil. Der lässt sich bestimmt mit einem Pfeil und mit zwei killen. Der ist ja hier irgendwo. Richtig. Nein. Gobo? Junge Atanos Lager. Ja, gut, okay. Ist natürlich jetzt so gelaufen. Ja, okay. Bum, bum. Dann nehme ich mal die Blutfliegen hier in Angriff. Ein Schuss. Nicht zu plündern. Dann kann ich noch nichts. Ah, geht nicht. Kein Blutfliegenstachel. Oh, vielleicht sollte ich noch mal kurz speichern. Der hat mich auch schon gewittert. Das ist spannend hier, die Atanas-Lurker. Ach, das ist ja, da ist auch noch ein Junger. Okay, Blutfliege kommt mal angeflogen. Okay, sehr gut. Okay, die brauche ich ja gar nicht. Ja, okay. Und Schutz. Die hat aber einen großen Wegpunkt. Here we go. Mit Pfeil und Bogen durch die Wälder von Atanas. Nö, so wollte ich das jetzt nicht. Aber ich glaube, die kann ich... Ja, die kann ich gut kritten. Kritisch kritten. Oder was heißt kritten eigentlich? Von einem anderen Kollegen habe ich gehört, oh, ich mache hier unheimlich viel Crit. Nicht zu holen. Und dann denke ich die ganze Zeit, wen meint er denn dauernd mit Crit? Ist das seine Freundin? Nee. Okay. Wieder mal. Nee, Quatsch, erstmal was mampfen. Wen meint er bloß mit Crit? Crit. Critical Hit? Schreibt mir das in die Kommentare, was Crit heißt. Oder einen schweren Ast. So, jetzt mal nochmal ein bisschen speichern tun. Ja, ich dachte, ich könnte in dieser Folge ein bisschen mehr liefern, ein bisschen mehr Dialoge hören. Ist aber doch nicht... Ja, ein paar Tierchen abschießen ist immer gut. Immer gut für... Okay, das werden... Okay. Ey! Ist das sonst immer so gut? So, zack. Ja. Okay. Genau, richtig. Oh, Keiler! Lass uns Keiler jagen. Junge Atanas-Lurker, noch ein junger Atanas-Lurker. Es könnte was werden, damit wir ein bisschen mehr Experience kriegen. Dann ist er wieder normaler. Oh, die sind alle so dicht beieinander. Keiler brauche ich noch gar nicht zu machen, weil die ballern mich weg.
So. Ah ja. Nee. Na. So. Mal gucken, was noch hier drumherum ist. Okay. Ein Schuss, fertig. So. Ja, ja, du Keiler. Will dich nicht. Da hinten ist er wieder. Soll ich den provozieren, den Keiler? Überleg. Mit 8 Feuerpfeilen. Wo krieg ich die eigentlich her? Kann ich die eigentlich noch? Ach, die kann ich noch bei Kuno kaufen, ne? Deswegen machen wir Folgendes. Versuchen wir mal nochmal den Keiler. Ich glaube nicht, dass ich den... Alter, war das eng! Das war wirklich eng. Ich muss auch mal Fleisch braten, das werden wir wahrscheinlich nachher machen. Oder das mache ich offline. Oder außerhalb des Spiels. Ja. Weiter geht's. So, Athanos Lurker, junge Athanos Lurker. Okay, die sind weit genug getrennt. Nochmal ein Pfeil. Gucken, was ist denn hier? Das normale Athanos Lurker. Da picken wir uns jetzt mal den Jungen heraus. Weil der ist ganz einfach zu nehmen. Oh. Hallo, ich weiß, dass du schnell kaputt gehst. Na gut, gehen wir mal zurück ins Dörfchen, schlafen eine Runde und schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja bei den... Ups, Charlotte, Kuckuck. Charlotte. Ist unsichtbar. Dann wollen wir mal gucken. Schwupps, da ist er wieder. Also das ist die 10. Folge. Das ist ja echt, weiß ich nicht. Das ist lustig. Ich weiß noch gar nicht, wie ich den Titel benennen soll. Aber hey, wollen wir erstmal fragen. Okay, ich glaube, die Frauen haben noch keine Quests für mich. Hey. Wie geht's dir wahrscheinlich? Nein, noch nicht mal das. Fragen wir mal den Götz. Lustig. Der Götz steht da. Hey du. Auch nix. Gut. Mal den Bauern fragen. Hermann. Hey du. Auch nichts. Gucken. So, in diesem Sinne wünsche ich euch ein stilles Gebet. Bis zum nächsten Mal. Und ich fand es interessant diesmal. Vor allem die lustigen Geschichten, die so nebenbei passierten. Schauen wir mal, wie es weitergeht im 11. Teil. Vielen Dank, dass ihr ein bisschen zugeschaut habt. Gebt mir einen Daumen, schreibt in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, auf Athanos ist was los.